Ja, Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play. Crisis Core Final Fantasy 7 Runion mit mit den Pirates. Wir machen weiter hier mit einer neuen Folge. Und ja, ich habe gespeichert. Wir haben die Mission fertig und haben gesagt, heute machen wir mal wieder ein bisschen Hauptquest. Gucken, wie es da weitergeht, weil das dauert ja ewig. Bis wir, glaube ich, mit den ganzen Missionen durch sind. Das dauert echt ein bisschen. Ja. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich bin gespannt. Und ja, im Materiallabor auf Soldatetage wird Materie hergestellt. Das freut mich. Bringen Sie den Vorhaben des Labors einen Makonit, können Sie ihn für dich zur Materie veredeln. Makonite findest du unter anderem durch Missionen. Okay. Cool. Ah, was, welche Mission? Bestimmt dir durch, ne? Oder? Weiß gar nicht, ob das jetzt hier gemeint ist mit Mission, aber mal gucken. Okay. Sehr schön. Machen wir aber trotzdem erstmal. Und machen wir ein bisschen wieder Hauptquest. Da haben wir ein ganzes Ding da fertig gemacht. Wo muss ich denn hin? Da oben. Oh, das Motorrad. Hat das sich Claude mal verwendet? Dieser einen Mission? How do I make her realize my feelings? Oh, you heard nothing. Was? Ja, wie kannst du ein Motorrad deine Gefühle zeigen? Also, weiß ich nicht. Motorräder sind jetzt manchmal sehr schlecht darin, deine Gefühle auszudrücken. I came as soon as I heard the exhibit room was open to the public. The Shinra Company's achievements are simply amazing. This room. Ah, nur können wir erreichen. Okay. Sehr schön. Warte mal, das kann man da mal ein. Wir können das ja mal probieren. Würde mal was interessieren. Gameplay. Automatische Dialogfortsetzung. Mach das mal an. Wie schnell geht das? Es wurde ändern und speichern. Genau, speichern nicht mal. Dann muss ich das nicht mal selber drücken, dann passiert es nicht mehr. I came as soon as I heard the exhibit room was open to the public. The Shinra Company's achievements are simply amazing. This room is a testament to that. Also das ist so ganz normal, ne? Gods, please. I just need the strength to go talk to her. Ja, ich glaube, es geht. Ja, machen wir mal automatisch dann drücke. Warte, machen wir der hier. The exhibit room is open to the general public. We ask that you refrain from any conduct that would disturb our visitors. Oh, das ist viel besser. Dann drückt man das sich selber aber aus Versehen weg. Ja, mach mal so. Kann man das hier durchlesen? Luftschiff, Tywind. Mhm, cool. Shinra Modell ASA-37. Ah ja, da werden die geholfen. Cool. Gute Frage. Wo muss ich denn hin? Bereite dich vor und sprühe an den mit Zeng. Dann Soldatetage. Hey, Zack. You're wanted in the briefing room. There's a Turk waiting, so you should hurry. I had no idea things were so hectic. Sorry I distracted you. Okay. Wo war nochmal der... Ich weiß auch nicht mehr, wo der war. Wo war nochmal der Besprechungsraum? Ich bin nämlich dumm. For real? Ja, ich bin doof. Ernsthaft? Oh, what? Right there. You see it? Man. Are you all right? You'd better go now, Zack. Oops. Hey, good luck out there. Das ist auch gemein gewesen. Ohne Witz, die Entwickler nur extra und die Kamera so positioniert, dass man das fragt. Ach, come on, Alter. Ach, come on. Genau, Dicker. Genau. Arschloch. Eigentlich so fies. Die Entwickler sind gemein. Oh, da ist eine Nebenquest. Entschuldigung, muss da hin. Entschuldigung, da ist irgendwas mit Nebenquest. Es ist, Materia Room, das hatten wir eben. Dann müssen wir hiermit die Quest aber auch mal freischalten. Hallöchen, Popöchen, wie geht's dir? Naturally formed Materia are extremely rare, but Mako Stones are relatively easy to obtain. A Mako Stone is crystallized Materia, made of concentrated Mako Energy. It doesn't function as Materia, but if we process it here, we can make it into Materia. Soldier sometimes runs Mako Stone excavation missions.
You should go sometime. Den könnte ich mir antreten. Mission 8. Nee, ich glaube, es ist aber echt, dass man die so komisch spielt, die Mission. Also nicht 1, 2, 3, wie man das kennt, sondern durcheinander. Warte mal, Mission. Ah, okay, was habe ich das hier bekommen? Ja, ist das nicht so gedacht. Ja. Ja, ist so gedacht. Okay, ich habe nichts gesagt. Das ist so, die Zahl ist, glaube ich, eher so ein bisschen. Ja, das kommt dann einfach. Okay. Okay, es ist nicht so Mission 1, 2, 3. Es ist nicht so durcheinander. Das spielt man so. Okay, na gut, wenn das Spieler so möchte. Okay. Aber ich mach doch mal ein bisschen. Ja, ich mach mal ein bisschen Hauptmission. Das war jetzt mal witzig. Ich möchte auch mal ein bisschen was anderes machen mit euch, ne? Wollen ja nicht nur kämpfen. Wir werden gleich wieder kämpfen, aber ich glaube, die Hauptmission so kurz, so lang in dir. Also, ist gar nicht, wie viel das ist. Aber. Hi. Der Helikopter steht bereit. Wie sieht's bei dir aus? Kann losgehen. Oh. Was? Vorfahren ohne Beschwörungsmodus freischalten. Die Beschwörungsmodus kann jederzeit freischalt werden. So findest du. Wir brauchen den Beschwörungsmodus. Ach so, einen Moment noch. Ups. Okay. Das Spiel sagt uns, hol dir lieber noch die Beschwörungsmodus. Wo ist denn das? Dann was machen wir das? Okay. Weiß ich gar nicht, wie sieht es eigentlich hier aus? Warte mal. Genau. Ah, hier steht einfach 7 von 7. Okay, dann sehe ich das daran. Okay. Dann, was war denn das? Nee, was war das hier, ne? Jagd beginnt. Rückkampf gegen Ifrit. Okay, dann machen wir dort doch keine Hauptmission. Achso, man braucht dafür. Man muss das sogar machen. Achso. Also dann, sonst kriegst du ja Probleme mit der Hauptmission. Okay, das wusste ich nicht. Okay, gut, dann machen wir das heute. Na? Gut, Mission 8, 1 von 1, Rückkampf gegen Ifrit. Durch die Analyse der Materie, die du nach dem Kampf gegen Ifrit erhalten hast, ist uns nun die Bestie einzufangen. Gut, mit, dass du in dem Einsatzgebiet auf seltene Materie stößt, die dich begibt dich rasch dorthin. Okay, machen wir. Es könnte sogar ein bisschen schneller gehen, weil wir hier nicht suchen müssen. Das scheint wohl einfach Ifrit verprügeln. Wow! Junge, Bro, das ist doch eine Stufe 1, Alter, beruhig dich, das ist Stufe 1, hallo, wir beruhigen uns, haben wir gesagt. Wir haben uns auf geeinigt, haben wir eigentlich nicht, aber ich möchte uns auf einigen. Fuck you, ich möchte mal, Alter, das ist Stufe 1, ne, dann machen wir jetzt schon ja. Ey, ist das ein Wichser? Der ist ein Wichser, wie er im Bucher steht, ey. Das ist ein Wichser, wie er im Bucher steht. Alter, ja, lecken Sie mich doch. Ja, der Herr. Ach, Mann, ich war in Final Fantasy 16, war so viel cooler. Ich vermisse die Zeiten von Final Fantasy 16, wo Ifrit war. Ah, da war ich Ifrit. Ja, da war die Welt doch in Ordnung. Als ich Ifrit war. Ah, leck mich. Oh, Konflikt behoben. Ja. Oh Gott! Ifrit-Material einmal eingesammelt. Danke. Cool. Ifrit wurde der DBW-Matrix hinzugefügt. Neue Limitrausch verfügbar. Okay. Na gut, dann macht das immer fertig. Wird damit schon angefangen. Das macht er doch fertig. Nach dem Erhalt von Beschwörermaterial wird die DBW-Matrix gelegentlich in den Beschwörermodus. In diesem Modus sind alle Walzenblätter Beschwörungsbildern. Wenn diese übereinstimmen, wird eine entsprechende Limitrausch-Technik an den Motor hinzugefügt. Limitrausch Technik ansetzen, Beschwörungsmodus. Okay. Okay. Link und rechte Ding. Dick. Alter, was ist das ja für eine. Was ist das ja für eine Scheiße? Wieso ist das Spiel so fies? Ja. Okay. Rajignok Nestor. Ah ja, hier ist auch wieder ein Ding. Und sind Informationen über eine Materie zuteil geworden. Das ist das gleiche, ne? Die Jagd beginnt, okay. Zuteil geworden, die sich im Nest eines Rajinkos auf einer einsamen Insel befinden soll. Beweg dich unverzüglich dorthin und versuche in den Besitz der Materie zu kommen. Okay. Ah, okay. Verpassen kann man hier wohl wenig. Sehr gut. Ah, was ist das? Was ist das für Viecher?
Got him. Conflict resolved. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ey, Alter, das Game ist echt phänomenal, ne? Ich muss es ehrlich sagen, also schon. Oh, jetzt Truhe. Es ist schon geil gemacht. Das muss man schon echt sagen. Also ich liebe dieses Spiel. Oh, okay. Sogar so, es ist sogar ein bisschen witziger als die Soldier, glaube ich. Obwohl, habe ich nichts gesagt, ich weiß nicht. Bitte! Ja, was ist denn das hier mit Viecher, Alter? Ach komm, Mann, ich bin wieder tot. Warm-up's over. Okay. Feuer der Hölle, Stufe 3, Alter. Hier, jetzt bin ich Ifrit. Jetzt fangt man zu beten, ey. Jetzt kommt Fly-Inferno. Alter. Das sieht aus wie eine, Alter, das sieht aus wie eine Atombombe. Das Ding. Was, der lebt noch? Das korrigiere ich. Yeah. Okay, das war geil. Blitz bekommen. Einmal Blitz. Nice. So mag ich meine Mission, Leute. Zack, 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 zack. Rein, raus. Oh, so ist geil. So ist geil. So müssen Missionen sein, meine Damen und Herren. So und nicht anders. Ach so. Ach so, man macht nicht immer alle durch. Ach so. Okay, dann machen wir Markonite. In Stamm von Sektor 6 ist das Signal eines Willenskraft Markonits geordnet worden. Markonite sind wertvolle Komponenten für die Materieherstellung. Eile in die Stamm und beschaffe uns den Markonit. Okay. Okay. Ach so, irgendwann, man muss immer alle machen. Ach so. Da. Ja, natürlich. Als ob die. Ja, ich bin, glaube ich, mal ein Meter, ey. Ach, leck mich doch. Aber kriegt dafür Fresse und kriegt der Fresse. Ach so, slow läuft das. Conflict resolved. Oh, yeah. Ja, okay, das wusste ich nicht. Activating combat mode. So, den ersten haben wir schon mal. Ja! Nice! Oh, yeah. Zwei Flügelaugen besiegt. Ein Ding davon. Easy. Easy Mission. So geht das. Ich habe ja lange mit der Leute verstanden. Da waren nur so die Soldaten. Der Soldatenquatsch, da war so ein bisschen eklig. Ja, okay. Jo. Ja, okay, so ist natürlich besser. So ist viel geiler. Vitenmarkonit. In den Randbezirken bei Miedel ist das Signal des Vitalitätsmarkonits geordnet worden. Dort wirst du sehr wahrscheinlich auf Monster stoßen. Sei also auf der Hut, wenn du dich den Markonit nährst. Okay. Was ist das denn? Activating Combat Mode. Ja, ich wollte kurz die Map. Ach komm, ey. Ich hasse diese Viecher. Von Herzen. Ohne Witz. Bringing out the big guns. Prove your honor to me. I got it. Resolved.
Ah, da ist die zweite Kiste schon. Ah, okay. Ah, das ist aber, das ist eine geile Map. Das sind nicht so eklige Maps, die bei Soldat, bei der Sicherheitsbehörde. Ah, okay. Das ist cool gemacht. Das ist besser. Was ist denn für eine Mist und Kröte? Was ist denn für eine eklige Kröte? Hey. Oh Gott. Stufe 12. Geil. Ich glaube, wir machen die dann erstmal doch alle weg. Alles. Gut. So. Magma-Konit. In der Nähe des Korrel-Gebirges des Signals Magma-Konit geordnet worden. Dort wirst du wieder wahrscheinlich auf Monte stoßen. Sei dafür gut, wenn du dich dem Makonit näherst. Okay, Magma-Konit. Na gut. Wo ist die Truhe? Da. Vorher kommen Gegner, ich sag's euch. Oder? Nee. Activating Combat Mode. Es. Okay. Haben wir die beiden weg. Oh, das wird ein bisschen anfällig, ja? Oh, yeah. Nice. Nice. Oh geil, die 5% Marke. Okay, TP, Rang 3. In der Ebene ist das Signal eines TP-Magnets geordnet worden. Dort wirst du dir wahrscheinlich auf Monster stoßen. Ja, gut, okay. Welche Magneten erst? Rang 3 und 4 Dinger. Ja, hier wurden die hart, ne? Die dürfen wir nicht unterschätzen. Denn die wurden am Ende auch als hart, die Dinger hier. Das ist eklig. Das bin jetzt schon eine scheiß Map. Okay, schon mal die erste. Oh Gott, die Map finde ich jetzt schon scheiß. Die ist jetzt schon genau, die ist jetzt schon grausam. Oh ja. Hallo, klar, ne? Dann ist ich, die letzte Kiste. Das geht ja sogar eigentlich. Okay. Ah, es ging ja noch. Gott sei Dank. Okay, komm. Na komm her. Ja. Deutschland geraten. Das sind wichtige Dinger. Combat
Magst du Feuer? Nö. Nice. Nimm doch lieber Feuer. Na ja, komm, lassen wir die gar nicht hinzukommen. Dann ist es auch erledigt. Nice. Wieder ist goldig. Was soll das? Nil ist nordöstlich von Cosmo Canyon. Ist das Signal des ATK-Makronits geordnet worden? Da bist du wahrscheinlich auf Monster stoßen. Also sei also auf der Hut, wenn du dich den Makronit näherst. Oh Gott, auf Gold. Ach du Elend. Okay. Ja, wir haben es aber gleich, ne? Zwei Dinger. Gucken wir kurz auf die Map. Oh Gott. Ah gut, die Map geht. Also ist ja auch nicht der Weg, ist es ja auch nicht. Also ist immer nur wie groß sozusagen oder wie. Was ist denn? Erlassen werden. Ah ja. Oh, das tut die Dinger nicht. So. Der Phönixfeder. Ah ja. Activating combat mode. Das sind normale Gegner. Ja, das kann man nicht. Da kann man auch hauen. Sehr gut, Gegner, die ich hauen kann. Aua, Alter. Der peitscht mich aus, dieses komische etwas da. Was sind für Dinger? Was ist denn für Dinger, Alter? Die waren ja süß. Ja, ernsthaft, jetzt kommen wieder die Dinger. Oh. Bottom. Activating combat mode. Ja, weil es egal. Ich kann mir gleich neue Energie holen. Au. Enter. Easy. Oh, yeah. Na gut, dann können wir die jetzt aber auch noch machen. Dann haben wir's. Dann gehen wir mal schnell. Wow, okay, das ging jetzt aber ratzifatzi. Na, wir haben ja vorhin auch gelabert und so. Das ging jetzt aber. Ne, ah, auch vier. In den Mythilminen ist das Signal eines Glückmakronits geordnet worden. Dort wirst du sehr wahrscheinlich auf Monster stoßen. Sei also auf der Hut, wenn du dich von dem Makronit, dich dem Makronit näherst. GLK-Makronit. Ah, okay. Dann habe ich ihm alle gebracht. Okay, Mission Start. Okay. Na, es geht auch noch. Das sind nur zwei Dinger. Ja, es ist halt geil, ne? Oh, das sieht cool aus. Das gefällt mir. Boah, das sieht nice aus. Och nee, wie die Dinger dann wieder. Ah, toll, der mit dem ist ja genau, was ich irgendwie brauche. Fuck. Au! Ich hab gerne Bastarde. Oh yeah. Autsch. So, guck ich mal, was ist denn hier noch? Kommt noch was? Nee. Activating combat mode. Ich bin zwei. Oh. Mach doch einfach aus, Alter. Der darf nicht weiter ausweichen. Dann muss ich.
Die sind böse, die Dinger, ne? Aber die gehen, aber... Alter, wenn die dich einmal treffen... Oh yeah! Was ist denn das? Geht, was ist denn das für ein Viech? Geht, das ist ja widerlich. Ja Gott, komm her. Activating Combat Mode. Todeskralle, ne, Todesklaue. Klar. Activating Combat Mode. Hab ich eigentlich einen Megatrank? Da ist Ether? Nee, nee. Genau. Übertreib doch nicht! Der Schuss den Hund beschützt. Alter, jetzt man fühlt sich nur wie beim Fußball, ey. Die machen die Tore und. Tödliche was? Du mahnst mich nicht. Du mahnst mich nicht, hab ich gesagt. Das war sie aber zu verhindern. Ja. Machen wir mal den Tank gleich, ja, machen wir voll. Alter, ein Schlag, ne? Oh, weil das, das bringt sehr viel. Vielleicht kann ich einen von denen wegballern. Muss ja. Ich nehme einen von denen. Ja. Sehr gut, einer mich weg. Einer ist weg. Das war schon mal wichtig und wichtig. Sehr gut. Jetzt können wir uns den anderen in Ruhe nähern. Okay, dann machen wir mal einen Sturmangriff erstmal. Ah ja, okay, die sind wieder böse. Die sind hier solche richtig bösen Viecher. Ja. Genau. Hau drauf. Ja, ja, ja. Und. Boom! Okay, 1190. Mal gucken, wie viel es gebracht hat. Gleich weg erstmal. Hm. Hau drauf. Hau drauf, als gäbe es keinen Morgen. Und die Umarmung nicht. Bleib weg. Oh, okay, das war... das war böse. GLK Makonit erhalten. Einmal. Ja. Nice. Erstmal speichern wir das, den Scheiß. Erstmal den. Und der Materia Blitzinger. Ah, Blitzinger behalten. Danke. 5% habe ich schon. Krass. Ah, scheint aber jetzt sehr kurze Dinger zu sein. Das scheint nicht lang zu dauern. Also das scheint wirklich. Aber halt so rein und wieder raus zu sein. Ah, da kann ich wieder zu ihm hingehen. Mal gucken, was er jetzt sagt. Hey, you have a Mako Stone with you already. Can you leave that with us, possibly? We can make it into Materia. Okay. Oh yeah, if you want, you can stay and watch us generate materia. Ja, doch, will ich gerne mal sehen. Commencing materia generation.
All hands, confirm status. Ready, sir. Main engine is on standby. Just give the word. Main engine online. Report Mako concentration rate. Concentration rate at 20, 30, 40. Steady at 50%. Increase main engine output. The first 30 seconds of the process is crucial. Aye, aye, sir. Output, 80% and rising. Concentration, still static. Ready cooling system. Increase Mako output to maximum. Output at 120%. 1 minute until we reach critical point. Mako energy concentration rate is rising. 70, 80, 90% and still going up. All right, hang on, we're almost there. Concentration rate confirmed at 100%. Shut down main engine. Main engine shutdown confirmed. Hello, Materia. The Materia is complete. And it's a good one. It was made from your Mako stone. So this Materia belongs to you. Actually, it's been a long time since we made any Materia here in the Materia room. Like everyone, we have our problems. Ah ja. Was macht ihr den ganzen Tag? Eier schaukeln oder was? Voll. Hey, you have a Mako stone with you already. Can you leave that with us, possibly? We can make it into Materia. Wir müssen jetzt alle erstmal abgeben. You can stay. Ja, ne, alles gut. Thanks to you, Zack. Danke zu dir, alles gut. So, okay. Hey, you can ja, ja, komm. Im Mark, okay, MAG, ja, ja. Oh yeah, if you want. You... Nein. You're Zack, correct? I remember your name now, because we count on you. Sadly, our days of working together may be coming to an end now. Mhm. Hey, can you leave? Yep, kann ich nochmal? Oh, ich kann es abgeben. Nein. I can't thank you enough, but I'm afraid that the Materia Room will be shut down soon. Materia Research and Development is spearheaded by Arms Development, which is under the command of Director Scarlet. But the Materia Room belongs to the Soldier Department. The Materia Room's underperformance is due to lack of funds and staff, unlike the well-endowed Arms Development. Hey, can you... Oh yeah, if you want. We can always count on you to come through for us, Zack. I'm happy to report to you. Our Materia's reputation has been growing as of late. So much so, in fact, that Director Scarlet, who wanted to shut us down, was humiliated at a poor Nice. As it stands, the Materia Room's performance is neck and neck with Arms Development now. Really, we can't thank you enough for your help, Zack. Hey, you can you? Erinnert sich eigentlich auch nochmal die. Oh yeah, if you want. Na, warte mal, interessiert mich, erinnert sich eigentlich nochmal die Katzen? Oder Commencing so, Materia Generation. Warte mal. All hands, confirm status. Ready, sir. Main engine is on standby. Just give the word. Main engine online. Report Mako concentration rate. Concentration rate at 20. 30, 40, steady at 50%. Increase main engine output. The first 30 seconds of the process is crucial. Aye, aye, sir. Output, 80% and rising. Concentration, still static. Ready cooling system. Increase Mako output to maximum. Output at 120%. 1 minute until we reach critical point. Mako energy concentration rate is rising. 70, 80, 90% and still going up. All right,
Hang on, we're almost there. Concentration rate confirmed at 100%. Shut down main engine. Main engine shutdown confirmed. Hello, Materia. Now that we're mass-producing quality Materia, the plan to shut us down has been completely scrapped, Zach. Truly, we couldn't have done it without you. Mm-hmm. Thank you so much. Forget losing my job. They just gave me a big bonus. This is all thanks to you. Nice. Okay, Meister der Marconi, Marconite. Nice. Gut, dann speichern wir, aber dann machen wir jetzt hier auch mal endgültig einen Cut. Aber da, okay, ja gut, haben wir da ein bisschen was, haben wir da ein bisschen was geschafft. Nice, dann, wir haben ganze Abteilung noch gerettet, siehst du, was für ein guter Mensch ich bin. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's weiter. Ich danke fürs Zuschauen mit dabei sein. Ich hoffe, euch hat die Folge wie immer Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Beißer, ciao, bis zum nächsten Mal, haut rein, tschüssi. Wir sehen uns, haut rein, tschüssi.